Mit einem 1:1 ist Fußballregionalligist Eintracht Trier vom Spiel beim SC Werl zurückgekehrt. Damit wartet die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Reinhold Breu weiterhin auf ihren ersten Sieg. Eine Niederlage und nun 3 Unentschieden lautet die Bilanz unter Breu. Werl war in der vergangenen Saison keine Reise wert. Das Team unterlag mit 0:3. Trainer Mario Basler schickte damals seine Mannschaft nach der Ankunft um 1 Uhr nachts noch zum Straftraining. Immerhin, diesmal sprang ein Unentschieden heraus. Erst in der 85. Minute hatte Marco Kaminski mit einem Kopfball nach einer Ecke die Führung für die Westfalen erzielt. Sehr zum Ärgernis von Breu. Dann hätten wir uns beinahe wieder um den verdienten Lohn gebracht, indem wir einfach bei einer Standardsituation, wie eben schon nach den letzten Wochen auch, immer wieder mal geschlafen haben. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Doch Trier steckte nicht auf und kam vor nur 350 Zuschauern im Stadion an der Poststraße in der 88. Minute durch einen Freistoß von Andreas Anicic zum verdienten Ausgleich. Sicherlich ein Erfolg beim Blick auf die beiden verletzungsbedingten Ausfälle der Stammkräfte Gustav Schulz und Sase Nesi. Es war für uns ein schweres Spiel heute, hier in Verl anzutreten, das haben wir gewusst. Wir wollten natürlich gewinnen und wir haben wieder alles gegeben. Wir haben jetzt ein bisschen Glück gehabt in der 88. Minute, dass wir das Ding doch noch machen. Aber ich glaube, es war verdient, weil wir momentan sehr, sehr viel investieren. Und ich denke, es war verdient und es passt so. Die nächste Partie für die Moselkicker findet bereits am Freitagabend statt. Gegner im Moselstadion ist die Zweitvertretung von Bayer 04 Leverkusen, die mit nur einem Punkt Rückstand auf Trier den letzten Platz zum Verbleib in der Regionalliga innehat.